Hallo zusammen und bei einer neuen Folge von Metal Gear Rising. Ihr seht, wir sind nun in Kapitel 4, Datei R04. Und ich starte mal direkt, weil, wenn ich mich recht erinnere, war da auch wieder eine Cutscene gleich zum Anfang. Laden. Na, ja, das siehste, sah ich ja. Ah, doch nicht. Okay. You killed Monsoon. I'm impressed. The brains are in circles. Nicht laufen? Ja. Knock yourself out. Go nuts. Ja, nicht wirklich, oder? Ah, doch jetzt. Wie ihr schon seht, also ich habe die Waffe von Monsoon. Diesen. Ja, benutze ich die jetzt, die Frage. Ist das hier ernst? Ist das jetzt echt hier ernst? Ich stehe voll mit dem Schwert und sie sagt so, nee, das ist Futter, wa? Ah, mit Y, alles klar. Oh, liegt was. Hä, so ein Roboter, hab ich so gedacht. Kann ich töten? Ja, er ist tot. Watch out! Oh, die Waffe ist geil. Okay, also ich kack gerade ein bisschen ab. So, und los geht's. Endlich kann ich da ein bisschen Feinde töten hier. Ich den Ripper-Modus benutzen. Hat euch aktiviert, war? Stimmt, der tötet dann einen Instant. Wenn er den aktivieren würde. Ich halte an. Ich glaube wohl nicht so wirklich. Was für eine Combo. Nochmal. Ich kann mich ranziehen an den Gegner. Wow! Ist das denn wie bei Star Wars oder was? Gibt der mit Lichtschwertern? Das ist unglaublich. Okay, und los geht's. Los ist Star Wars Verschnitt, ey. Tot. Sieht was. Ich hab. Ich weiß nicht, aber irgendwie gefällt mir. Oh, Pflanze. Irgendwie gefällt mir jetzt nämlich der Stock, weil ich muss den Stock weglegen, damit ich diese Sai habe. Gefällt mir besser irgendwie der Stab. Na komm schon! Leute! Ach ja! Mann, deprimierend. Ah, Runde auf wieder, alles klar. Wie kann ich denn den Modus aktivieren? Wie bescheuert. Achso, warte mal, ich hab's aktiviert. Vielleicht ist er gar nicht voll. Boah, was? Hier ein bisschen reinkommen. Ich habe es eine Zeit lang gar nicht mehr gespielt. Aber die müssen. Okay. Komm schon. Ja. Jawohl. Voll Energie. Alles voll. Ah, ich brauche das alles voll. Also, warte mal. Was ist der Remote eigentlich genau? Das kann ich so. Das Ding jetzt töten, ne? Ja, ziemlich schnell auf jeden Fall. So, weiter geht's. Das habe ich bestimmt C oder so. Ah, B. Ist noch irgendwo versteckt? Nee. Okay. Och. Okay, ich gehe nach oben. So. Was ist denn das hier alles? Ach. Komm schon. Wieder durch dieses Glas. Das macht mir irgendwie Angst, dass hier so viele Waffen rumliegen. Möchte sagen. Okay, was haben wir da? Mann. Ich fest. Lass mich raus! Scheiß Glasscheibe. Ach. Ey, ist das euer Ernst jetzt? Ich will das Ding da haben. Los jetzt, kein. Alter,
Willst du von mir verarschen, wa? Komm jetzt hin? Dann kann ich dich einsammeln. Alles umsonst. Kann man es hier irgendwie geil durchcutten? So vielleicht? Und dann? So? Jetzt hinter? Nicht wirklich. Egal, das ist das Raketenwerfer. Nein, noch. Zumindest. So. Ich sehe, komm ich eigentlich an den Computer ran? Och, das kommt mir gleich fertig. Kommt schon, lass mir mal den Computer bitte ran. Der steht. Ich kann ja nicht bedienen. Doch, da war es gerade. Will die komische VR-Mission haben. Nummer 13. Sind Waffen da gerade wieder gespawnt? Habe ich die gleich eingesammelt? Ach, das Glas verschwindet in der Zeit. Ach. Ja. Warum ist hier sowas? Gut schießen. Nice. Ist auch? Okay, es war mir ein bisschen versorgen, wenn ich ehrlich bin, dass es in MG steht. Aber ich gehe weiter. Which we should have expected, I suppose. I will access the control unit. Perhaps you can hack an elevator and make it operational. Splendid idea. By all means, yes. Ich weiß nicht, wie sieht der Doktor voll eklig aus. Ja, jetzt. Boah, ich habe diese scheiß Dinger vorher abgeschossen, ich Idiot. So, wo war der andere jetzt? Da. Kann ich treffen? Kann ich treffen, cool. Ah, egal, dann komm mal. Oh, ich hol dich runter, ihr Vögel! Tot! Ja, nicht da. Kann Zoom? Nee. So. Da oben steht doch jemand drauf. Hat er nicht mal schaut. So. Aber ich weiß nicht, also Shooter, es macht gerade irgendwie null Bock, um ehrlich zu sein. Nee, macht keinen Spaß, ich will wieder aussehen. Wow! So, bist du rechtzeitig runtergegangen? Ich dachte, scheiße, ganz ehrlich. Schön, dass du das in meiner Hand hält, nicht super, toll. Dieses Sai, aber irgendwie ist die Waffe dumm. Also, es ist so, für eine einzelne Person ist. Boah, ich kann nicht mehr betäuben. Na, komm mal her. Ich katze dich ein bisschen. So, nächste Tod. Ich komme damit nicht klar mit diesem Zwei. Das ist ein Kommando. Oh, toll. Okay, nächster. Hast du wieder so ein Fahrstuhl gehen, ne? Fuck. Scheiße, die Gegner. Ab zum Fahrstuhl. Da. For security purposes, the building is divided into upper and lower halves. The lower area consists of offices and meeting space for staff and visitors, while confidential military projects and technical research are restricted to the upper levels. So that's where the brains in the server room will be, up top. Indeed. But that elevator can only access the lower floors. You need to get to the 20th floor and pass the security gate there to reach the upper area. Let me guess. Time to find another left hand? Well, that is the problem. Security cyborgs would not have sufficient clearance. But managers and senior staff have already been evacuated, no doubt. So? The only option is to cut the power to the security gate, which will not be easy. It is powered by no less than 3 systems, including a backup power supply. You will need to destroy all of the electrical control panels to disable them. In any case, you should arrive at the 20th floor soon.
Schalltafeln zerstören. Komm Freude auf. The electrical panels are most likely hidden in the walls. Use your enhanced AR to search for any unusual heat sources inside the walls there. Ah, okay. Ungewöhnliche Wärmequellen. Okay, das ist ein Bildschirm. Ist hier hinten was? Nein. Das ist ein 3D-Bilderraum, was wir die bringen sollen. Ah, the security gate. It is composed of steel alloy bonded by a high frequency electrical current. Komm schon! Lass mich durch. Warte mal, der hat an den Raketen ja drauf. Wow! Das ist tot. Nein, das ist gar nicht tot. Wow. Ist eigentlich voll gestört, dass die in einem Haus einen Raketenwerfer schießen, um ehrlich zu sein. Aber es ist immer so. Nein, ich hätte gerade zwei killen können. Kommt schon! Ach, kommt. Oh, was ist das denn? Fuck ab, Alter. Ich hab hier extrem blöd angestellt. Glaube ich, brauche irgendwas zum Heilen. Sonst sieht es nicht gut aus. Ich will gerne so einen Menschenkörper nehmen dafür. Ah, das ist mir egal. Los jetzt hier, kann ich sagen, das ist scheiße da drin. Oh fuck. Ich weiß, ich schlag nur die Arme ab, aber irgendwie kann ich die nicht töten. Jetzt? Ich will ja den Arme. Dann haben sie alle nur noch einen Arm, aber dann haben wir nichts von. Los! Das war das Viech, aber irgendwie... Ja, top! So viele Typen getötet und keiner hat irgendwas zum Heilen für mich. Ja. Hallo. Ach komm. Zum Heilen? Keine Ahnung. Was ist das eigentlich? Soll ich denn das jetzt? Ich check's nicht. Guck mal, da oben ist das drinne. Genauso ist etwas dahinter. Noch heil. Stört. Crazy, Alter. Ich kann auch nichts mehr. Ach, jetzt explodiert er. Ich bin jetzt gerechnet, aber nur aus so ein. Ja. Der hätte nichts mehr gehabt, keine Beine mehr, das einfach nur als Feind zählt. Oh, ernsthaft jetzt? Ist jetzt euer Ernst? Ich no komm. So, hab ich's jetzt? Oh Gott. Ball. Oh. So, okay. 14. Na. So, hab ich jetzt noch was vergessen? Hier hinten war noch was. War. Da oben ist es. So, da habe ich das jetzt auch. Und... da ist Strom. Das sollte meinen. Okay. Das heißt,
Hier ist Strom und ich kann das durchschneiden. Genau. Da hinten noch was. Irgendwas liegt da hinten noch rum. Gibt es auch noch einen Kanal? Jo, ach da hinten. So, das letzte. Ah, toll. Boah, ich hab's gewusst. So. Bisschen hacken jetzt hier. Der ist tot. Boah, sieht geil aus. Okay. So, jetzt kommt der. Du stirbst auch. Genauso wie der andere Kumpel. Ich glaube, es genauso geil aussieht. Ah, nee, nicht wirklich. Der andere war richtig geil geleuchtet noch. Okay. So, wo ist jetzt der letzte Scheißding? Wo komme ich von da? Ne? Guck mal, das. Reparatur passt. Wie kommt man da hin? Warte mal, das heißt, ich gehe hier lang, hier muss ich eh hin, sehe ich gerade. Guck mal da. Sieht auf dem Boden, ich Idiot. Okay. Und hier war das letzte hinterm Schrank. Hinterm Schrank. Kaputt! So. Ab zum Tor! Och, nicht mehr im Hammer! Oh, fuck. Ich weiß nicht, wie ich gemerkt habe, das ist nicht gerade mein Lieblingsgegner. Ey! Ah, Kamera! Mach mich nicht schwach! Ey! Los jetzt! Trenn ihn im Arm ab! Beide Arme am besten! Mann, los jetzt hier! Gibt deinen letzten Status, wie ich dann zerschneiden kann. Jetzt. Los! Ja, jawohl. Was hab ich? B. Geh auf das Tor. Da. Und wir auf den Knopf drücken. Oh, ja, wir geben irgendeinen Code ein. Wir wissen alles. So, weiter geht's auf jeden Fall. Und Mammut. Shall I activate your pain inhibitors now? No, keep them off. I need it this way. Well, genau, ich stehe auf Schmerzen. I must say, I have turned more than a few men into cyborgs. But you, well, your past is most, What you getting at, Doc? Most of the time, you're working with First World ex-military. Grown men. Compared to the average Third World child soldier, I can't really complain. Most of them, they're the sort of gorillas your typical patient gets paid to slaughter. Perhaps, but, This shouldn't be news to you, Doc. Yes, but, Look, just help me take care of those brains after I bring them back. I do my business, you do yours. Yes,